Meine Leute, von der Luft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Call of Duty Ghosts Online. Wir spielen auf einer Karte, auf der wir schon mal gespielt haben, wie ich glaube. Die heißt Shazim, glaube ich. Macht euch in die Arbeit, Soldaten! Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die haben wir noch nicht gespielt. Nee. Ja, auf jeden Fall nochmal mit dem Scharfschützengewehr. Wir haben ja auch den Aufsatz jetzt neu und den probieren wir jetzt einfach direkt mal aus. Okay, auf der Karte haben wir definitiv noch nicht gespielt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwo falsch laufe. Aber die sieht cool aus. Was, du wirst beschossen? Wenn du beschossen wirst, werde ich ja auch beschossen. Wir liegen in Führung. Ach, guck mal, oh, da war einer. Ist ja cool. Den habe ich gar nicht gesehen. Wir lagen in Führung. Da vorne, da. So, direkt ein Volltreffer. Wuhu, so. Die Karte ist cool, aber... ich kenne sie nicht, das ist irgendwie ein Problem. So, wir gehen direkt mal hoch. Ich glaube, von oben. Nein! Wieso habe ich den so schlecht getroffen? So, wie... so, guck mal, hier sind wir doch vorhin hergegangen. Ah, wir haben doch gar keine Chance so. Wir nehmen mal die Pistole, mal gucken. Ich glaube, das ist eine super schlechte Idee, aber wir machen es einfach. Und probieren mal. Warte, hier war doch einer. Irgendwo hier ist einer. Ich glaube, der steht gleich direkt vor uns oder sowas. Einfach mal gucken. Ja, warum schreit ihr die ganze Zeit? So, mal gucken, ob der sich umgedreht hat. Ja, der hat sich umgedreht und wir haben ihn getötet. Ja, das waren auch mal Reflexe. Nicht töten. Ah, natürlich, von der Seite und von vorne. Feindliche SATCOM gesichtet. So, komm her, Kollege. So. Erstmal schön ein bisschen zielen. So, mal gucken. So. Ah, geil, das war unser Kill. Ja. Nein, das war deren Kill. Aber 4-5, okay, bis jetzt läuft's ganz in Ordnung. Hier vorne ist einer. Ha, Selbstmordhilfe. Danke. 5-5. Oh, cool. Ich habe mir das Bein gebrochen. Irgendwie. Was? Von wo? Ach, von da oben. Boah, Alter. Direkt mal vor ein paar Feinden spawnen. Das ist ja echt geil, ne? Gibt's hier keinen Spawnschutz? So, hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal einer. Das wäre nämlich echt... oh, da oben war einer. Ich glaube, da war... war einer, ja, da war einer. Manu, wie soll ich den denn töten? So, ich gehe einfach mal hier rum. Nicht sterben. 5-8. Alter, wir hatten gerade 5-5. Achtung, feindliche Vorräte! Hinlegen blockiert, ja, das ist ganz toll. So, hier war doch vorhin einer. Schütze auf welcher Veranda? Ich sehe niemanden. Da hinten. Was? Alter, ich habe dem einen Headshot verpasst, der ist nicht gestorben? Was ist das denn? Was sind das für Typen? Hallo, das war ein Kopfschuss. Verbündete SATCOM aktiv. So, erstmal hinlegen. Bisschen schlafen. Verbündete SATCOM aktiv. Nein, von hinten wieder mal. Das sind so richtig feige Typen. So, Volltreffer. Wuhu, danke. Hier rechts war einer. Okay, der ist tot.
So. Okay, den hätten wir gekillt. Erstmal ein bisschen daneben geschossen, aber... Es ging ja. So, direkt hinlegen. Bitte nicht töten. Die Karte ist cool. Alter. Ja, ich war gerade am Nachladen. Also von daher zählt das gar nicht, Kollege. Das zählt nicht. So. Wir lassen uns nicht töten. So, immer mal ein bisschen hinschmeißen. Das soll ja angeblich Wunder wirken. So. Das Visier. So, danke. Sehr freundlich. Wow. Ah, Mist. Ich habe ihn noch getroffen, aber er war schneller. Hier oben ist auch eine ganz tolle Position, ne? Nur leider kann ich von hier nichts ausrichten. Okay, hinlegen ist blockiert. Na, super. Oh, super. Feindlicher Oracle. Wir verlieren diesen Kampf. Was? Warum denn das? Ich habe so gut gespielt. Okay, habe ich nicht, aber... Ich habe mir die Beine gebrochen. Das ist doch auch was wert. So, bitte kein Hund. Bitte kein Hund. Komm schon. Direkt ein Falltreffer. Das war fucking knapp, Alter. Ja. Oh, von hinten. Alter. Aber immerhin habe ich den einen noch gekriegt. 11-13. Das war jetzt super gut hier. Da bin ich richtig stolz drauf. Satcom-Verbindung aktiv. So, da vorne. Da war einer. Ich habe dich genau auf der Karte gesehen. So, meiner. Nein. Warum sind da dann immer mehrere? Verbündete Satcom aktiv. Feindliche Satcom gesichtet. Ist nicht nett. So, wir laufen hier rum. Ach, guck mal, da ist ein Kollege. Warte, hier war doch was. Ich habe Angst, allein da runter zu gehen. Da hockt doch bestimmt wieder einer. Okay, einmal nochmal. So. Meins, alles meins. So, aufpassen. Okay, hier ist einer. Nein, ich hätte ihn gehabt. Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet. Ach, na gut. 55 zu 75, 13-14, zweitbester Spieler unseres Teams. Darauf kann man doch stolz sein. Naja, da waren einige total coole Kills bei, aber leider hat es nicht gereicht. Aber gut, die Runde hat echt Spaß gemacht. Wir verlassen die Lobby und gucken mal, wie viele Punkte wir haben. 6, ja, das ist ja super viel. Kriegen wir eigentlich mal ein neues Gewehrchen, DMR. Ne, erst ab 7 Punkten. Und dann kriegen wir das hier. Und das hier kostet 8, das sieht cooler aus. Und das sieht am coolsten aus und kostet 9. Jetzt die Frage, welches ist denn das Beste? Und ein Scharfschützengewehr kostet mich 6 Punkte. Aber weißt du was? Wir holen uns mal so ein richtiges Scharfschützengewehr. Aber wie viel kostet die denn? 20 Punkte. Ah. Schade. Okay, was benutzen wir denn weniger? Das hier. Also machen wir mal das hier weg. Nein, nicht MP. Scharfschützengewehr. Das hier kaufen. Fertig. Dann haben wir jetzt mal ein richtiges Scharfschützengewehr. Ja, wir bleiben mal bei der Magnum. Dann gucken wir mal, hier können wir ja sowieso nichts drauf machen. Dann lassen wir das alles mal so. Dann probieren wir jetzt mal in der nächsten Runde als richtig krasser Scharfschütze, ne? Aber warte, ich möchte noch eben... Nein, das ist die falsche Ausrüstung. Wenn, dann machen wir das ja auch in Weihnachtslook. So. Guck mal. Das ist die falsche Waffe, Kollege. Ja, genau das. Ja, das probieren wir mal in der nächsten Folge. Muss nur gucken, dass ich die Waffe dann auch während des Matches wechseln kann. Das wäre nämlich recht praktisch. Gut, dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten wiedersehen. Tschüss.